Urchristen. Die Kernaussage der Lehre des Jesus von Nazareth war schlicht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wesentliche Teile seiner Lehre offenbarte Jesus in seiner sogenannten Bergpredigt, die er vor vielen begeisterten Menschen hielt, welche entschlossen waren, ihr Leben grundlegend zu ändern. Seinen Zuhörern gefiel diese neue, kompromisslose Lehre, die sich vom Alten Testament mit seinen Rache- und Bestrafungsgeboten deutlich abhob. Jesus lehrte zum Beispiel, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Im ersten und zweiten Jahrhundert bildeten sich urchristliche Gemeinden. Sie lebten die Gebote des Jesus von Nazareth, pflegten das Gemeinwohl und hatten Frauen und Männer, die als Propheten das Wort Gottes für die Gemeinde empfingen. Doch das Urchristentum hatte nur kurze Zeit Bestand. Schon im zweiten Jahrhundert hat eine tiefgreifende Veränderung stattgefunden. Der lebendige Gottesgeist, der die ersten Nachfolger Jesu in ihrem Inneren und in der Gemeinschaft noch führte, wurde allmählich an den Rand gedrängt und schließlich ganz zum Verstummen gebracht. Stattdessen bekamen immer mehr auf ihr Ego bezogene und unterschwellig nach Macht strebende Personen das Sagen. Intellektuelle, tote Bekenntnisformeln verdrängten das Wehen des lebendigen Geistes in der Gemeinde. Während Männer, die sich als Bischöfe bezeichneten, die Macht übernahmen, spielten äußere Rituale und Kulte meist heidnischen Ursprungs eine immer größere Rolle, so etwa das kultische Abendmahl anstelle des gemeinsamen Liebesmahls oder die rituelle Säuglingstaufe anstelle der Geisttaufe Erwachsener. Hierarchien bildeten sich heraus und ein neues Oben und Unten entstand. Die ursprünglichen Gemeindeältesten, die ihre Aufgabe einzig aufgrund ihrer inneren Autorität ausüben sollten, wurden fest installierte Leiter. Sie ließen sich bald Bischof nennen, nahmen Sonderplätze ein und begannen besondere Gewänder zu tragen. Sie entschieden auch über die Finanzen. Unter der Führung dieser Bischöfe wurden aus einst weniger wichtigen Äußerlichkeiten und Symbolen immer mehr starre Vorschriften und Kulthandlungen, die Jesus von Nazareth nie gelehrt hatte und deren Inhalte vielfach den antiken Götzen, Herrscherblut und Priesterkulten entnommen wurden. Die früheren Baalspriester hatten auf diese Weise unmerklich wieder die Macht übernommen, nur dieses Mal unter falscher Flagge, nämlich unter der Bezeichnung christlich. Dieser Prozess der Verdunkelung der ursprünglichen Lehre Christi bis hin zur Verkehrung in ihr Gegenteil, vollzog sich nicht ohne Widerstand. Immer wieder wehrten sich Gruppen von Menschen gegen die Entstehung einer äußeren Machtkirche, die Jesus von Nazareth nie gewollt hatte. Um vom Gerücht abzulenken, er habe den Brand der Stadt Rom befohlen, beschuldigte Kaiser Nero kurzerhand die Urchristen den Brand gelegt zu haben. Er soll veranlasst haben, dass viele von ihnen, in Tierhäute eingenäht, und lebendigen Leibes von Hunden zerfleischt wurden. In einigen Fällen wurden die Opfer gekreuzigt oder in die Arena von wilden Tieren zerrissen. Man kleidete sie in leicht brennbare Stoffe, ließ sie oben an Pfähle gebunden als Fackeln brennen, oder man häutete die Urchristen selbst noch im hohen Alter bei lebendigem Leibe, wie aus erhaltenen Briefen aus dem Urchristentum hervorgeht. Clemens von Rom berichtet, dass Christinnen, an die Hörner von Stieren gefesselt, in der Arena den Märtyrertod erlitten. Bei Bedarf sah man von der Todesstrafe ab und lieferte die Männer als Arbeitssklaven an Bergwerke, die Frauen und Mädchen an Freudenhäuser aus. So wurden die Urchristen ausgelöscht. Wer überleben wollte, musste dem wahren Christentum der Lehre des Jesus von Nazareth abschwören. So ist aus Osten des römischen Reiches ein Glaubensbekenntnis aus dem zweiten Jahrhundert überliefert, dass neue Mitglieder zum Eintritt in die Kirche sprechen mussten. Eine Textpassage lautete Ich verfluche die Nazarener, die sturen, die verneinen, dass das Opfergesetz von Moses gegeben wurde, die sich des Essens lebender Kreaturen enthalten und die nie Opfer darbieten. Diese Verfluchung richtete sich also gegen die direkten Nachfolger Jesu, die das Töten von Tieren ablehnten. Sie mussten sich also von der Lehre des Jesus von Nazareth distanzieren, wollten sie überleben und der neuen Religion angehören. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die wahren Nachfolger Jesu laut diesem Zitat nicht glaubten, dass die seitenlangen Opfergesetze und Opferanweisungen im Alten Testament tatsächlich vom Gottespropheten Mose stammten. Sie vermuteten oder wussten offensichtlich bereits damals, dass diese Vorschriften nicht göttlichen Ursprungs waren. Die heutige Wissenschaft nennt diese Teile des Alten Testaments auch Priesterbücher, da sie vermutlich von Priestern, die noch dem heidnischen Opferkult anhingen, geschrieben wurden. Alsbald entwickelte sich eine neue Religion, die man in der Geschichtsschreibung Frühkatholizismus nennt, die, wie aus diesem Glaubensbekenntnis ersichtlich ist, immer klarer in einen Gegensatz zur Lehre Jesu trat. So hat sich die dunkle Macht oder der große Drache, wie Johannes von Patmos diese Macht auch nannte, allmählich in die urchristlichen Gemeinden geschlichen und dort verbreitet. Johannes nannte den Anführer der abtrünnigen und rebellierenden Geistwesen, die einst wie Gott sein wollten und deshalb den Himmel verlassen mussten, den großen Drachen, die alte Schlange, die da heiße der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführe. So zu lesen in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel. Das Ziel dieser abtrünnigen Fallwesen war es, eine eigene Schöpfung zu errichten, so jedenfalls die sinngemäße Aussage dieses sogenannten Höllensturzes in antiken Schriften diverser Religionen. Der Kampf dieser Wesen galt und gilt allem, was zurück zum Licht, zurück in die ewige göttliche Heimat führt. Als Kaiser Konstantin Anfang des vierten Jahrhunderts diese nur noch dem Namen nach christliche Kirche zur Staatskirche erhob, hatte sich der große Drache bereits so stark eingenistet und das junge zarte christliche Pflänzchen schon so verdrängt, dass der Entwicklung zu einer totalitären Staatsreligion nichts mehr im Wege stand. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis alle anderen Religionen und Glaubensrichtungen von dieser mächtigen Organisation unbarmherzig verfolgt und ausgelöscht wurden. Die Markioniten. Gerade als sich eine amtskirchliche Tradition herauszubilden begann, die den Geist der Freiheit und Einheit der Urgemeinden in veräußerlichte Rituale zwängen wollte, stand ein Kämpfer gegen diese Entwicklung auf: Markion. Markion war kein Prophet und wohl auch kein Mystiker, doch ein radikal die Wahrheit suchender Mensch. Der erfasste, dass die Lehre des Jesus von Nazareth etwas geistig revolutionäres ist, das den ganzen Menschen erfassen und verwandeln kann. Markion fiel aber auch auf, dass in den ihm zur Verfügung stehenden Bibeltexten ganz unterschiedliche Gottesbilder zu finden waren. Als erster Mensch der neuen Zeitrechnung wies er öffentlich auf den Widerspruch in der Bibel hin, ein Gott, der wie in den Büchern Mose Krieg und grausamen Völkermord und das Opfern von Tieren befiehlt, kann kein Gott der Liebe sein. Auch war es eine Grundüberzeugung Markions, dass man den neuen Wein, die Lehre des Jesus von Nazareth, nicht in die alten Schläuche einer äußeren Kultreligion mit alten heidnischen Zeremonien und Ritualen gießen konnte die markioniten feierten einfache gottesdienste bei denen auch laien predigten und frauen gleiche rechte hatten sie lebten wie die urchristen gewaltlos vegetarisch und tranken keinen alkohol markion wurde zum ersten textkritiker der bibel der fälschungen und hinzufügungen aufdeckte und korrigierte seine gemeinden wuchsen schnell an und breiteten sich vom euphrat bis zur rhon aus für den großen Drachen und seine Helfershelfer drohten die Markioniten, die in manchen Regionen bereits mehr Anhänger hatten als die neu entstehende katholische Kultreligion, zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz zu werden. So wurden die markionitischen Gemeinden unter Kaiser Konstantin von der Amtskirche mit großem Hass verfolgt und bekämpft. Ihre Gottesdienste wurden verboten, ihre Versammlungsräume zerstört und ihre Grundstücke beschlagnahmt. Schon im sechsten Jahrhundert existierte die markionitische Bewegung nicht mehr. Damit wurde nach dem eigentlichen Urchristentum die zweite urchristliche Bewegung durch den großen Drachen und seine Helfershelfer ausgelöscht, weil diese Menschen die Lehren des Jesus von Nazareth unverfälscht, ganz ohne heidnische Riten und Zeremonien leben wollten. Die Montanisten. Als das lebendige Urchristentum in der Mitte des zweiten Jahrhunderts verflachte und das rituelle Abendmahl an die Stelle des inneren Liebesmahls eingeführt wurde, und Bischöfe und Priester an die Stelle von Propheten und geistigen Lehrern traten, hielt noch ein anderer Visionär dagegen, der Asket und Charismatiker Montanus. Die Priesterkaste hatte die Geistesgaben wie die Gabe des Heilens und der prophetischen Rede des frühen Christentums bereits weitgehend zum Schweigen gebracht. Doch jetzt traten neben Montanus die Frauen Priscilla, Maximilla und Quintilla als Wortträgerinnen des Geistes auf. Sie verkündeten das Nahen des Gottesreiches und erinnerten an die ethischen Forderungen der Bergpredigt des Jesus von Nazareth. Da sie das Gotteswort durch Prophetie empfingen, wurden sie von der sich verfestigenden Machtkirche als Heretiker verleumdet und verfolgt. Die Kirche nahm also die Herausforderung einer Rückbesinnung auf die hohe Ethik der ersten Christen nicht an und schloss die Montanisten im Jahr 177 aus. Die montanistische Bewegung verbreitete sich zwar noch einige Jahrzehnte lang weiter bis nach Frankreich und Nordafrika, doch mit der systematischen Ketzerbekämpfung durch den römischen Staat auf Betreiben der katholischen Staatskirche setzte ab Ende des vierten Jahrhunderts erneut eine massive Verfolgung ein, welche die Montanisten nicht überlebten. Die prophetische Stimme hörte jedoch nicht auf zu reden. Nur innerhalb der Kirche war sie bis zum Mittelalter nicht mehr zu hören. Als später durch Meister Eckhart, Katharina von Siena, Teresa von Avila und viele andere Aspekte der göttlichen Wahrheit zu den Menschen kamen, bekämpfte die Kirche diese Stimmen erneut und nahm sie nicht an. Später, als diese Verbreiter der Wahrheit längst tot waren, wurde der eine oder andere dieser großen Mystiker heilig gesprochen, um ihn auf diese Weise für die Kirche und ihre Zwecke zu vereinnahmen. Die Manichäer. Wer waren die Manichäer, die zur Zeit des Augustinus zu einer mächtigen Konkurrenz für die römische Kirche herangewachsen waren? Ihre Gemeinden wurden noch in späterer Zeit von Spanien bis ins ferne China nachgewiesen, auf die sogar noch Marco Polo stieß, als er 1275 in die Mongolei kam. Das war rund 1000 Jahre nach dem Tod von Mani, dem Gründer der Bewegung. Mani wurde am 14. April 216 nördlich von Babylon als Sohn eines persischen Adeligen geboren. Bereits im Alter von zwölf Jahren sei dem Knaben eine erste Offenbarung zuteil geworden. Es ist überliefert, wie der von Christus verheißene Tröstergeist zu ihm herabgekommen sei und ihm das Mysterium des Lichtes und der Finsternis geoffenbart habe auch wenn es heute für viele Menschen ungewohnt klingt, aber das Phänomen des inneren Wortes, durch das der Geist Gottes zu dafür vorbereiteten Menschen spricht, um ihnen Botschaften für die Menschen der jeweiligen Zeit zu übermitteln, trat in der Geschichte immer wieder auf. Es ist dokumentiert von Abrahams Zeiten bis in die Gegenwart. Durch Mani entstand sehr rasch eine umfassende geistige Bewegung, die zeitweise auch den persischen Königshof erreichte und von dort unterstützt wurde. Mani lehrte, dass Licht und Finsternis ursprünglich vereint waren, bis das Böse sich vom Guten abspaltete und eigene Wege beschritt. In diesen kosmischen Kampf griff am Ende ein Lichtsohn von erhabenster Größe ein, der in das Reich der Finsternis hinabstieg. Um mit der Kraft seiner Liebe das Böse in Gutes umzuwandeln. Mani wies hier auf Christus hin. Für ihn war Christus der Führer der Seelen zum Licht. Mani lehrte, dass der Geist Gottes auch in der Materie, in jedem Stein, jeder Pflanze und jedem Tier gegenwärtig ist. Die Bewegung der Manichäer war keine feste Organisation im kirchlichen Sinne. Denn nach ihrer Auffassung sollte sich der Mensch weder an äußeren Besitz noch an eine äußere Organisation binden, das schwäche den Geist im Menschen. Die Manichäer lebten vegetarisch und gewaltlos, und ihre Leiter blieben ehelos. Sie glaubten an die Reinkarnation und vertraten die Auffassung, dass jeder Mensch und jede Seele einst wieder zu Gott finden würde. Sie lehnten die Schriften des Alten Testamentes zum großen Teil ab, weil dort von einem Gott der Rache die Rede ist, und sie hielten sich stattdessen an die Bergpredigt Jesu. Mani selbst wurde zum ersten Märtyrer seiner Bewegung, als er aufgrund von Intrigen der Zarathustra-Priester am persischen Hof in Ungnade fiel. Er wurde grausam gefoltert und am 28. Februar 276 gekreuzigt. Die Helfershelfer des großen Drachen hatten es wieder geschafft, einen Menschen, der mit dem Licht in Verbindung stand, mit Hilfe der Priesterschaft einer veräußerlichten Religion auszulöschen. Die Bewegung breitete sich trotzdem weiter aus. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde die manichäische Bewegung die römisch-katholische Kirche an Bedeutung und Mitgliederzahl überflügeln. Doch dann wurde der Katholizismus zur Staatsreligion im römischen Reich die blutige Zeit der Christenverfolgung durch die katholische Machtkirche begann. Auf Betreiben des Augustinus und anderer Theologen begann die unbarmherzige Verfolgung aller mit der katholischen Kirche konkurrierenden Religionen. Den Manichäern wurden zunächst alle Versammlungen verboten, dann die bürgerlichen Rechte aberkannt, schließlich wurden sie vertrieben, getötet und ihre Schriften vernichtet. Der später heilig gesprochene Augustinus, der bis heute als größter Kirchenlehrer der Antike gilt, verfolgte die Manichäer mit besonderer Härte. Dies war unter anderem vermutlich in dem Umstand begründet, dass Augustinus früher selbst neun Jahre lang Mitglied bei den Manichäern gewesen war. Man hatte ihn jedoch, vermutlich gegen seinen Wunsch, nie in die Reihe der Verantwortlichen aufgenommen. Ohne Mitgefühl und mit einem nicht zu übertreffenden Zynismus bezeichnete Augustinus die blutige Folter von Andersgläubigen als eine Kur für die Seele. Flüchtende Manichäer gelangten von Nordafrika nach Italien und legten dort den Grundstein für den späteren Erfolg verschiedener spiritueller Bewegungen. Andere Manichäer flüchteten nach Armenien. Sie bildeten dort mit Anhängern des Markion und anderen verfolgten Nicht-Katholiken das Volk der Paulikianer, das wiederum zur Grundlage für die späteren Bewegungen der Bogumilen und Katharer wurde. Die Origenisten und die Arianer wie bereits erwähnt, büßte das frühe Christentum bereits im Verlauf des zweiten Jahrhunderts seine innere Strahlkraft ein. Keine große Überraschung, dass gewisse Kräfte mit ihren Helfershelfern die Chance nutzten, die Reste des Urchristentums nun in eine äußere Kultreligion, ganz nach dem Modell alter römischer Heidenreligion, wie zum Beispiel dem Mithraskult, umzuformen. So entstanden Rituale wie die Säuglingstaufe, das rituelle Messopfer oder die Uhrenbeichte. Funktionäre, jetzt Bischöfe genannt, oder die Verwalter wie Diakone oder Priester, standen den Gemeinden vor und waren vor allem an einem möglichst großen Zustrom zahlender Schafe interessiert. Eine äußere Religion war entstanden, ein künstliches Konstrukt mit einem immer größer werdenden Verwaltungsapparat. Immer mehr Rituale mit Weihwasser, Weihrauch, Kultkleidern und kultigen Kopfbedeckungen, Salbungen, Weihungen und sogar die sieben Sakramente der Mithras-Religion fanden Eingang in diese neue Kultreligion. Die neuen Zeremonien sollen die Menschen beeindrucken und so den hohen Stand der Priester als angebliche Mittler zwischen Gott und den Menschen festigen. Auch wurde die Verehrung von heiligen Bildern eingeführt. Neue Bräuche, wie die Verehrung zum Beispiel von Leichenteilen, machte die neue Religion zu einer Art Mumienreligion, wie sie nur noch bei wenigen Eingeborenen zu finden ist. Auch heute noch muss in jeden katholischen Altar ein Leichenteil eingemauert werden, ansonsten darf darauf nicht die sogenannte Heilige Messe gelesen werden. Dies ist umso bemerkenswerter, weil selbst in der heidnischen Antike die Reliquienverehrung nicht erwünscht war da Körperteile von Verstorbenen als unrein galten. Der wahre christliche Glaube wurde also nicht nur immer mehr verwässert, sondern, was offensichtlich ist, sogar in sein Gegenteil verkehrt. Selbst Christus wurde als eine Art antiker Mysteriengott hingestellt, der den Menschen ohne eigenes Zutun, durch die Vermittlung der Priester, angeblich alle Sünden abnehmen kann. Lange Zeit wurden sogar für viel Geld Sündenablässe verkauft. Nicht mehr das Auferstehungskreuz ohne den Gekreuzigten, als das Zeichen der Erlösung und Überwindung des Todes und der Auferstehung in Gott, soll das zukünftige Symbol der neuen Kultkirche sein. Stattdessen wurde, und dies bestimmt nicht zufällig, das Kreuz mit dem Korpus das neue Symbol Kruzifix genannt. Es zeigt den toten, an Händen, Füßen und der Brust blutenden Jesus am Kreuz. Das Kruzifix soll also nicht den Sieg über den Tod, sondern offensichtlich das Gegenteil, den Sieg über das Leben symbolisieren. Ein entschiedener Kämpfer gegen diese Aushöhlung des ursprünglichen urchristlichen Glaubens und Lebens war der aus Ägypten stammende Origenes. Er lebte von 184 bis 253. Er studierte die überlieferten Texte der Bibel kritisch und unterschied mit seinem klaren Geist ursprüngliches von Fälschungen und Hinzufügungen. Auch für Origenes war die sichtbare Welt eine Folge des Abfalls einiger ursprünglich reiner Geistwesen von Gott. Durch die Erlösertat Christi auf Golgatha haben alle beseelten Menschen und alle Seelen die Möglichkeit erhalten, mit Christi Hilfe und durch ein Leben nach den göttlichen Gesetzen wieder in die reinen Welten zurückzukehren. Dieser Rückweg kann, laut Origenes, in wiederholten Einverleibungen erfolgen, indem der Mensch seine Fehler nach und nach erkennt und sich ändert. Origenes lehrte also noch das Gesetz der Reinkarnation, das urchristliches Glaubensgut war. Er wandte sich jedoch gegen die Annahme einer Seelenwanderung von Menschenseelen etwa in Tierkörper. Auch eine ewige Verdammnis lehnte er als unchristlich und als Irrlehre ab. Doch dieses urchristliche Wissen widersprach der neu gegründeten Staatsreligion, und so ließ Kaiser Justinian im Jahr 543 die Lehren des Origenes verdammen. Die Lehre der Reinkarnation widersprach dem neuen römisch-katholischen Glaubenskonstrukt, nach dem Priester angeblich die Macht haben, Sünden vergeben zu können. Der ebenfalls aus Ägypten stammende Arius, er lebte von 260 bis 336, knüpfte unmittelbar an die Lehren des Origenes an. Doch die Lehre des Arius wurde bereits auf dem ersten Konzil von Nicaea 325 unter Kaiser Konstantin verboten. Als Arius später rehabilitiert wurde, vergiftete man ihn kurzerhand in Konstantinopel. Man hätte die Anhänger der Lehre des Origenes, die der frühchristlichen Lehre entsprach, eigentlich Origenisten nennen können. Doch weil Origenes auch in der Kirche noch immer großes Ansehen genoss, zogen es die Theologen der Romkirche vor, die Anhänger seiner Lehre aus strategischen Gründen Arianer zu nennen. Der Kampf zwischen Katholiken und Arianern ging im weströmischen Reich noch bis zum Ende des vierten Jahrhunderts weiter. Kirchenvater Ambrosius, er lebte von 333 bis 397, sorgte für ihre gnadenlose Verfolgung und für die Anwendung römischer Strafgesetze gegen sie. Beschlagnahmung von Gebäuden und Vermögen, Aberkennung bürgerlicher Rechte, Verbannung und Tod. Wohl auch dafür wurde er von seiner Kirche heilig gesprochen. Doch zur Reformationszeit, also Jahrhunderte später, tauchten in Ungarn und Polen wieder Glaubensgruppen auf, die sich Arianer nannten und an den Glauben der längst totgesagten wieder anknüpften. Menschen kann man umbringen, Ideen und Ideale nicht. Die Paulikianer. Wie bereits dargestellt zerschlug die Romkirche im Laufe der Spätantike jede religiöse Strömung, die Anschluss an das frühe Christentum suchte, seien es die Marcioniten, Montanisten, Manichäer oder Urigenisten bzw. Arianer. Sie wurden geächtet, enterbt, ausgestoßen und von Land zu Land gehetzt oder gleich ermordet. Immer wieder jedoch entkamen einzelne Gläubige oder ganze Gruppen den Nachstellungen der sie im Auftrag der Romkirche verfolgenden staatlichen Häscher, und sie flüchteten in Nachbarregionen. So bildete sich in Anatolien aus den Versprengten das Volk der Paulikianer. Dazu kamen Flüchtlinge aus Persien, sogenannte Mazdakisten. Sie beriefen sich auf Zarathustra und verkündeten eine Religion der universellen Brüderlichkeit. Jeder Mensch habe in gleicher Weise einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein. Zarathustra lebte fünf Jahrhunderte vor Christus, doch in vieler Hinsicht nahm er Aspekte der Botschaft des Jesus von Nazareth vorweg, auch wenn, wie bei fast allen großen Religionsgründern, seine Lehre später verfälscht und ebenfalls zu einer ritualisierten äußeren Religion umgewandelt wurde. Da sich die Mazdakisten aber gegen das feudale Ausbeutungssystem der Großgrundbesitzer und auch gegen die Priesterkaste stellten, wurden sie von den persischen Königen verfolgt und hart bekämpft. Das urdemokratische Element der Mazdakisten zeigte sich später auch in der inneren Haltung der Paulikianer. Ihre geistigen Führer lehnten jede Machtausübung ab. Sie bezeichneten sich, wie ihre Vorläufer in den frühchristlichen Urgemeinden, als Begleiter des Volkes, und sie wurden auch vom Volk gewählt. Sie unterschieden sich in Kleidung und Lebensweise nicht von den anderen Gemeindemitgliedern. Während die römisch katholische Kirche für Laien den Gebrauch, den Besitz oder die Lektüre und die Übersetzung der Bibel unter schwerste Strafe stellte, und zu Widerhandlungen durch Tötung, Freiheitsentzug, Zwangsarbeit oder Verbannung der Person ahndete, war bei den Paulikianern jeder Gläubige dazu aufgerufen, selbst das Neue Testament zu lesen und auszulegen und das wahre Christentum in sich zu ergründen. Die Paulikianer waren jedoch keine reinen Pazifisten, wie Jesus von Nazareth, sondern verteidigten sich gegen die zahlreichen Angriffe und Ausrottungsversuche vor allem des byzantinischen Staates, dessen Kaiser durch die Priesterkaste zur Verfolgung der Andersgläubigen angestiftet wurde. Immer wieder wurden Tausende von Paulikianern gesteinigt, verbrannt und geköpft. Die einzelnen Glaubensinhalte der Paulikianer sind nur indirekt überliefert, weil fast nur Berichte ihrer Gegner erhalten geblieben sind. Dies gilt übrigens für die meisten der von der katholischen Kirche verfolgten Gruppen. Ihre Schriften und alles, was die Nachwelt an sie und ihren urchristlichen Glauben erinnern könnte, wurde vernichtet. Im achten Jahrhundert gab es eine Atempause für die verfolgten Paulikianer. Sie unterstützten Kaiser Leon III. in der Frage des Bilderstreits. Wie der Kaiser waren sie der Auffassung, dass der Mensch sich keine Bildnisse von Gott machen oder diese gar verehren oder anbeten sollte. Heiligenverehrung lehnten sie, wie alle urchristlichen Gruppierungen, ohnehin ab. Im Gegenzug findet man urchristliche Prinzipien in der Politik des Kaisers. Leon III. löste teilweise den Großgrundbesitz auf, befreite die Bauern aus der Leibeigenschaft, gab ihnen Land und schuf Genossenschaften. Die Armen erhielten kostenlose Rechtsprechung und die Stellung der Frau wurde erheblich verbessert. Seine Gesetze waren unverkennbar von paulikianischer Ethik geprägt. Hier wurden also Teile der Lehre des Jesus von Nazareth von der Politik umgesetzt. Doch Ende des 8. Jahrhunderts begannen wieder die grausamen Verfolgungen der Paulikianer. Zu dieser Zeit hatten sie aber bereits auf dem Balkan Fuß gefasst. Andere Paulikianer flüchteten an den Euphrat oder über Nordafrika bis nach Frankreich. Ihr Wirken war wiederum der Same für weitere Gemeinschaften, welche zur ursprünglichen christlichen Lehre zurückkehren wollten. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die Verfolgung der Paulikianer im Jahr 843, nachdem die Kaiserin Theodora II. gleich nach ihrem Amtsantritt in Konstantinopel die Verehrung der heiligen Bilder wieder einführte und die Bekehrung der Paulikianer zum orthodoxen Kirchenglauben befohlen hatte. 100.000 Paulikianer, die sich nicht unter die Zucht des Götzen Baal und sein Machtkonglomerat zwingen lassen wollten und ihren Glauben nicht widerriefen, wurden den Chroniken zufolge grausam hingerichtet. So wird berichtet, dass der Vater eines Anführers der Paulikianer gepfählt worden ist. Dabei wird dem Opfer bei lebendigem Leib ein Pfahl durch den ganzen Körper getrieben. Es ist bezeichnend und sagt viel aus, dass Kaiserin Theodora II., welche den Befehl zur grausamen Massenhinrichtung aller Andersdenkenden gab, bis heute in der orthodoxen Kirche als Heilige verehrt wird. Es scheint heute noch ein Markenzeichen der großen Religionen zu sein, dass man den Mördern Denkmäler aufstellt, Kirchen, Straßen, Plätze und Krankenhäuser nach ihnen benennt, sie heilig spricht und verehrt, während an die Hunderttausende von Opfern, wenn überhaupt versteckt eine kleine Tafel erinnert. Nur wenige Überlebende konnten auf den Balkan flüchten, um dort bald darauf einen weiteren Versuch zu unternehmen, das Urchristentum wieder in die Tat umzusetzen. Die Bogumilen auf dem Balkan gründete der Gemeindevorsteher Bogumil im Jahre 935 eine Bewegung, die ein halbes Jahrtausend Bestand haben sollte. Die Bogumilen, was Gottesfreunde bedeutet. Dass sich diese Bewegung so schnell ausbreiten konnte, hatte seine Gründe. Denn nicht nur die Fürsten und Bojaren, auch die hohen Kleriker stützten sich nach byzantinischem Vorbild auf zahlreiche Privilegien und umfangreichen Grundbesitz. Dies betraf auch viele der orthodoxen Klöster. Die Mönche lebten in Saus und Braus, kleideten sich in prächtige Gewänder, waren von zahlreichen Dienerschaften umgeben, aßen teure Speisen, ritten schöne Pferde und plünderten ihre Untergebenen grausam aus. Die Bauern mussten alle Staatssteuern in Sachwerten abliefern. Zusätzlich legte die Kirche den Bauern beträchtliche Abgaben auf, so war es kein Wunder, dass angesichts dieser Zustände unter der geplagten Landbevölkerung die Menschen offen für neue alternative Lebens- und Glaubensformen waren. Die Bogomilen, auch Gottesfreunde genannt, verbreiteten sich in Bulgarien und in den angrenzenden Ländern Mazedonien, Serbien und Bosnien. Der Kern ihrer Lehre war, dass der Mensch ohne Vermittlung einer äußeren Instanz oder Institution, in ein unmittelbares Verhältnis zu Gott treten kann. Deshalb bauten sie, jedenfalls in der Anfangszeit, keine äußeren Kirchen, sondern trafen sich in schlichten Versammlungsräumen. Man findet heute noch viele der sogenannten Bogumilensteine, Grabsteine, die als einzige Zeugnisse an diese Zeit erinnern. Die Bogumilen pflegten keine Rituale oder liturgische Zeremonien, Sie wollten das christliche Leben nicht auf Traditionen, sondern auf spirituelle Erfahrung gründen. Sie trafen sich zu einer feierlichen Tischgemeinschaft nach dem Vorbild des urchristlichen Liebesmahls. Sie kannten keine Priesterhierarchie, sondern lediglich eine Unterteilung ihrer Anhänger in vollkommene Glaubende und Zuhörer. Letztere würde man heute als Sympathisanten bezeichnen, Wogegen die Glaubenden Vollmitglieder der bogomilischen Gemeinden waren. Die Vollkommenen zeichneten sich durch eine enthaltsame Lebensweise aus, vor allem aber durch eine natürliche Autorität, einer Ausstrahlung oder einem Charakter, dem alleine eine innere Entwicklung zugrunde lag. Die bulgarischen Gottesfreunde, zumindest die Vollkommenen und die Glaubenden unter ihnen, lebten vegetarisch und hatten sich einem friedfertigen Leben verschrieben. Sie wollten das Göttliche, das in allem lebt, nicht töten. So wollten sie das kommende Reich des Heiligen Geistes vorbereiten. Sie glaubten, wie die Urchristen, an die Möglichkeit einer Wiederverkörperung der Seele, nicht aber an eine ewige Verdammnis. Sie lehnten das Kruzifix, also die Verehrung des Kreuzes mit dem toten Jesus ab, hinterließen stattdessen aber eine Fülle von Licht oder Lebenskreuzen ohne Korpus. Das Böse war nach Auffassung der Bogomilen durch den Sturz Satanaels aus dem Himmel entstanden. Aus diesem Engelssturz entstand auch die Materie und der Planet Erde. Weil aber Satanael den Menschen nicht das Leben einhauchen konnte, verlieh Gott jedem Menschen einen Geistfunken aus seinem Licht. Daraus ergibt sich die innere Zwiespältigkeit des Menschen. Äußerlich gehört er der Materie, innerlich Gott an so der Glaube der Bugumilen. Weil sie, wie auch andere Gemeinschaften vor ihnen, im Alten Testament der Bibel sehr viele Aussagen fanden, die sie mit einem liebenden Gott nicht in Einklang bringen konnten, lehnten auch sie dieses weitgehend ab, erkannten nur die Psalmen und die Bücher von sechs Propheten als von Gott gegeben an, nicht aber beispielsweise die Bücher, die angeblich von Moses stammen sollen, diese hielten sie zum größten Teil als vom Teufel inspiriert. Obwohl die Kirche kritische Texte zur Bibel schon viele Jahrhunderte zuvor verketzert und weitgehend ausradiert hatte, zum Beispiel die tiefschürfende Textkritik des Origenes, kamen die Bogomilen unabhängig davon zum gleichen Ergebnis, dass viele Inhalte der Bibel, wie die Todesstrafen, die Aufrufe zu Mord und Völkermord oder Tieropfer und vielem mehr, nicht von Gott stammen können. Die Lehre und Lebensführung der Bogomilen. War in ihrer Schlichtheit und Klarheit nicht nur eine Gefahr für die etablierten Kirchen, für die katholische Kirche ebenso wie die seit 1054 von ihr getrennte orthodoxe Kirche. Diese Bewegung bedrohte auch die feudale staatliche Ordnung, die damals noch auf Ausbeutung und Unterdrückung angelegt war. So kam es, dass die bogumilische Bewegung im Byzantinischen Reich, in Bulgarien und in Serbien immer wieder verketzert und grausam bekämpft wurde. So ließ der byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos, er lebte von 1018 bis 1116, den bogumilischen Gemeindevorsteher Basileos an den byzantinischen Hof nach Konstantinopel rufen, angeblich um sein Anhänger zu werden. Doch dann ließ er den Gemeindevorsteher und die angereiste Delegation der Bogomilen. Von einem Inquisitionsgericht verurteilen und verbrennen. Trotz aller Verfolgungen verbreitete sich die Lehre der Gottesfreunde weiter. Zum Teil fand sie für einige Jahrzehnte staatlichen Schutz und wurde in einigen Gebieten zeitweise sogar eine Art Staatsreligion. Doch dann wurden die Bogomilen über Jahrhunderte von den Vasallen der römischen Kultkirche ihres Eigentums, ihrer Häuser und Ländereien beraubt und in Gefängnisse geworfen. Viele wurden versklavt, gefoltert und verstümmelt. Vierzehntausend Bogumilen wurden die Augen ausgestochen, nur jedem Hundertsten wurde ein Auge belassen, damit er die übrigen führen konnte. Diese grausame Verstümmelung sollte offenbar eine Verhöhnung der bogumilischen Lehre des inneren Lichtes sein, bis heute erinnert im heutigen Mazedonien an dieser Stelle ein mittelalterliches orthodoxes Kloster mit dem Namen Vodoka von Vadi Oki Augen ausreißen an dieses Verbrechen. Viele Bogomilen wurden lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Keines vom großen Drachen inspirierte Verbrechen wurde ihnen durch die Helfershelfer der Romkirche erspart. Sie wurden bis in die letzten Dörfer in den Bergen verfolgt und ermordet, oder wie die katholische Kirche zu sagen pflegt, ausgemerzt. Viele der einfachen Bauern begaben sich jedoch notgedrungen unter türkische Hoheit und nahmen in der Folgezeit den muslimischen Glauben an. Ihre Nachfahren sind die heutigen bosnischen Muslime. Doch die Kirche ahnte selbst, dass der im Bogomilentum wieder auferstandene Geist des Urchristentums nicht ausgelöscht werden kann. Alle inquisitorischen Anstrengungen der Kirche gegen diese von ihr verleumdeten angeblich schlechten Menschen sind letztlich erfolglos geblieben. Denn bereits lange vor dem Ende der Bogomilen auf dem Balkan hatte sich ihre Lehre über ganz Europa verbreitet. Flüchtende Bogomilen setzten von Albanien nach Italien über, andere fanden in der Ukraine und in Russland eine neue Heimat. Doch die Kriminalgeschichte ging weiter.